Ja gut, und jetzt? Wir hätten das Test überhaupt nicht, er funktioniert nicht mal. Oh nein. Test funktioniert nicht. Nee, der muss erst wieder und so. Darf ich Triebwerk von dir klauen? Nein. Kurz? Nee. Ihre wird nichts geklaut. Gemeinheit. Ich habe das Motoren einen Auftrag gegeben. Warte, ich mache hier ganz kurz, weiß jemand, wie diese Tore funktionieren? Wegen, wir wollten ja diese Löcher hier zukriegen dann immer. Ich hätte eine Idee, wie es funktioniert, aber ich weiß nicht, ob die Tore so funktionieren, wenn ich mir vorstelle, wie es funktionieren. Ich habe das hin mit Konstruktionsplaner. Zweimal. Hast du jetzt schon benutzt, oder was? Und das heißt? Ich habe jetzt genau das, was ich brauche, drin. Achso. So, was ist gerade produziert? Zweimal direkt. Gut, dann warte ich jetzt mal schnell. Aha, kannst du schon produziert werden. Kannst du schon schweißen, ist ja schon was fertig. Ich bin stolz auf meine Leitung. Also das ist auch unsere, meine ich jetzt, aber der vordere Teil, den ich mir so ausgedacht habe. Hey, servus Leute. Und willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Ich nehme mit Korsik. Ein paar Freunde werden auch dabei sein, wie immer, wie jedes Mal. Viel Spaß. Ja, der Verbinder sitzt verkehrt rum. Wie meint, welcher Verbinder? Der hier, der. Du kannst an dem Verbinder an zwei Seiten was ranpeppen und an der anderen zwei Seiten nicht. Echt? Weil ich ja wollte, dass wenn der untergeht, dass das wie so ein Deckel drauf ist, dann, dass das dann zu ist. Ach, dass der so dann. Jetzt kann man da halt nichts ran connecten, weil der halt 90 Grad hätte gedreht sein müssen. Aber hätte ich auch in dem Moment nicht dran gedacht, aber müssen wir noch ändern dann. Ich hätte es mit Toren gemacht. Nee. Da brauchst du ja wieder Tore. Das hier, was ich hier vorne habe, hin und her schieben. Das ist ein Tor. Ja, nee, ich meine, diese. Da gab es so ein. So ein Dings, was sich ein- und ausfährt. Ach, die Tore. So eine, ach, ja. Ja, das hast du aber auch wieder eine Stufe drin. Die sind ja nur. Die sind viel dünner. Hast du auch wieder so eine komische Stufe dann im Boden. Hm, ja, okay. Und die Kosten und. Boah, könnte man zur Not, aber. Wer ist also du meinst doch, dass man da unten Blocke stand, wenn das sich so runterklappt, dass es das dann zumacht. Ne? Ja, ich hätte da jetzt oben was drauf connected. Und wenn der runterfährt, ist das drauf connected an der Boden. Natürlich müsste man dann wieder auf 90 Grad das stellen und nicht auf 85 oder so. Wir haben kein Nickel und Kobalt mehr, ich gehe. Echt? Mhm. Wo haben wir Nickel und Kobalt? Das ist das Problem. Ja, was brauchst du das gerade? Für die Motoren und Metalldach. Gib alles. Der kann ruhig hier unter mir sein. Ja, ey, du kannst gleich mal die Position festlegen, dass der bündig zum Boden ist. Also nochmal 2,5 Meter. Wir hatten ja noch den Sessel aufladen wollen an dem Ding. Wie viel Meter hast du jetzt? Jetzt 0. Letzter Stand und so wie er sein soll. Okay. Na, ich bin schon fertig mit Schweißen, bro. Also die Meteoriten, die geben, bringen viel Gold mit. Oder oft Gold. Ich habe ein bisschen Kobalt gefunden. Also nicht viel. Energy. Kannst du mal Energy. Hier den ausfahren, 5 Meter? Was? Den mal 5 Meter ausfahren? Also, so weit wie er sein soll, oder? Ne, 5 Meter. 5 Meter, okay. Warte, ich muss. Das hieß, glaub, so. Ja. Die ganze Landschaft ist zerstört. 5 Meter genau willst du, ne? Ja, das ist nicht so wichtig, okay, dankeschön. 5,1. Ach, das muss ich erst noch bauen, okay. Jetzt darfst du dich gern aufladen. Aber ich wollte ihn erstmal hausen haben. Dankeschön. Achso, ich bin schon aufgeladen. Du bist jetzt schon aufgeladen. Mhm, und halt 44 jetzt, ja, ich kann nur noch was voll aufladen. Mach ich gerne. Oh, ich hab No Energy.
Ich sterbe gerade. Okay, ich lasse dich. Dankeschön. Bitteschön. Gut, ihr dürft weiter aufladen. 30 reichen. Ich fühle, dass es Kobalt und Nickel, was ich geholt habe, nicht reicht. Was hast du freigeschaltet? Innenwand. Cool. Was? Wofür? Warum ist das? Was ist der Unterschied zwischen Innenwand? Innenwand ist Blöcke mit leichter Panzerung und schwach schwach emittierendem Licht, die als Innenwände, Decken oder Böden fungieren können. Ah ja. Okay, ich verstehe jetzt nicht den großen Unterschied zwischen leichter Panzerung und Innenwand. Die leuchten, die Blöcke. Ja. Krank. Das ist der Unterschied. Ja. Genau. Ja, aber wozu gibt es dann Lampen? Ja, du kannst halt einen Gang machen, den du mal nicht beleuchten willst, richtig aktiv. Hm, ja, okay. Aber ich mach den jetzt wieder weg, der war ja... Aber ziemlich lang, um das zu schmelzen, ne? Nickel und Kobalt. Ja, hoch. Wir gehen aber kurz 2-3 Minuten AFK. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Nö. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, aber 100% sicher? Nein, nein, nein. Das heißt, du willst ihn gar nicht ganz einfahren, sondern einfach nur runterkippen. Aber man kann ihn ganz einfahren, falls man das Ding laden will, oder wie? Und das wird jetzt ein Problem werden mit dem ganz einfahren. Das hier wird jetzt ein Problem sein, hier runterzufahren. Mhm. Das wird er wahrscheinlich nicht mehr können, ja. Aber jetzt könnte er theoretisch sich rumklappen, 90 Grad, in den Boden einfahren, dass es der Boden zu ist. Mhm. Da brauchen wir wahrscheinlich eine andere Dockingstation für das andere Ding. Außer uns fällt noch was ein. Weil man kann es ja mal mit wenig Newtonmeter und den ganzen Spaß probieren, ob das geht, aber naja, wird wahrscheinlich nichts werden. Ja, der Kolben... Maximale Stoßkraft mache ich beides mal auf 100, ganz runter. Und die Geschwindigkeit reduzieren wir auch mal. Es kann auch sein, es geht jetzt, weil die nicht ausgeschweißt sind, deshalb schweiße ich das mal hier rum, ringsrum aus. Ja. Ich habe so das Gefühl, die unausgeschweißten sind ein bisschen geduldiger. Machen wir die drei noch hier. Ich brauche noch ein paar Stahlplatten. So, probieren wir mal, aber sieht schon optisch... Also die Geschwindigkeit ist ganz unten und die Stoßkraft ganz runter auch. Ich brauche erstmal Energie, dann würde ich mir das angucken wollen live. Jo. 30 Energie schon wieder weg, ey. Das gibt's ja nicht. So, wieder 30 Energie. Schauen wir das jetzt mal an. Aber sieht optisch sieht's so aus, als würde es nicht passen. Als würde es rennen. 3, 2, 1, go. Oh. Ich höre keinen Rafeln. Ich sehe keinen Schleifen. Ich sehe eine Zahl, die runtergeht und die mir sagt, dass das Ding sich gerade einfährt. Wow. Dann mach mal dieses komplett einfahren. Ja, ich erhöhe ein bisschen die Geschwindigkeit. Wow, das ist ja wie so ein TV, der hier so am Bettende dann aus dem Boden kommt. Wie Buddha läuft das hier, wie Buddha. Geil. Warten hier die Füße dran überhaupt? Beim Fessen. Das Problem, wenn es jetzt hier ist, müsste das eigentlich das Loch auch noch schließen. Theoretisch, wenn wir jetzt hier einen Block dran machen. Der am Verbinder dran ist. Müsste das doch funktionieren, oder? Ja, ja, ich suche gerade diesen Catwalk wieder. Einen richtigen Block, nee, ein richtiger Block, ja. Der schleift übelst. Ich würde es wieder mit dieser Platte probieren. Ich schau gerade mal, was es da so gibt. Habe ich noch interne? Habe ich noch.
Also. Oder so ein halber Tunnel, weißt du? Irgendwie. Ja, der hat Manchmal auch so ein. komplette Der ist auch groß, ne? Schleifgeschichte. Also so geht's nicht, vielleicht geht's ausgefahren. Also aktuell so wieder nichts nehmen. Müssen wir erstmal wieder Okay, ausfahren. ich fahre mal wieder aus. Auf 5 Meter wird erstmal reichen zum Arbeiten. Ich hoffe, wenn das jetzt hier rangeht, dann haben wir's. Dann wow. Ah, der wird dann aber beim Kippen das Raumschiff torschieren. Probieren können wir es trotzdem mal. Alles was? Und den hast du ja theoretisch immer auf 0 und dann auf 7, oder? Ja, weil bewirkt sich gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Er sich jetzt weigert. Vielleicht, ich mache mal die Stoßkraft. Ich mache ihn erstmal Ja, du kurz hast auf. Schwerkraft jetzt, die wahrscheinlich gegenwirkt. Ja, jetzt kommt er leicht. Ja, jetzt. Aber in Zeitlupe. Ein bisschen zappelnd. Ich glaube, die Max-Stoßkraft ist wieder oben. Weil dann tu mal den auf so einen Button legen und einfach das Umkehren von dem Kolben. Darf er dann keiner rankommen, dann, wenn das Raumschiff dran Kolben. hängt. Habe es auch nicht in Achsenrichtung, habe ich es auch wieder. Ja, jetzt sieht es wieder besser aus. Erst gegen die Decke. Nee, schon nicht. Oh. Ich habe mir gerade so zugeguckt und habe gedacht, so, halt an, halt an, halt an, halt an, halt an, halt an. Ja, das müsste eigentlich schon auch computergesteuert sein, dass der, wenn er raus ist mit der Platte, schon anfängt zu kippen. Aber die 7 Meter sind gut. Also ich glaube, so wenn man es jetzt umkippt, dann schleift es auch noch. Ja, ich warte noch auf das Material für die andere Platte. Soll ich wieder runterfahren, dass du rankommst? Ich würde ausnahmsweise mal kurz schweben. Okay. Fehlen noch 16 kleine Rohre. Ciao. Deshalb wollte ich das Loch zu haben, genau deshalb. So, die 16 Rohre habe ich. Jetzt noch die Platten warten. Das müsste reichen. Das mal bitte zu Ende schweißen, ich habe wieder keine Energie. Ja, sieht spannend aus. Soll ich einfahren? Ja, können wir gerne probieren, aber das mit dem Klappen wird halt dann nicht gehen. Aber wir machen mal das Einfahren. Yes, sir, yes. Holden. Das könnte mir ja noch ein paar Stahlplatten ziehen, vielleicht. Ich kann mal ein bisschen langsamer und umkehren. Aber nur for safety reasons. Einfach ein bisschen langsamer, falls jetzt doch irgendwie schleift oder so. Weil es ziemlich gut aussieht. Rauszu hat er übelst gezappelt. Ja, das war kurz, weil ich die andere Kraft noch nicht drin hatte. Ich glaube, er hat dann aufgehört, wieder zu zappeln, als ich das hoch. Nicht wirklich, nee. Erst wo er wirklich mit den zwei Platten raus war. Ja, cool ist das schon. Sowas gefällt mir. Mir auch, oh. Aber das gefällt mir Was nicht. denn? Ah, Leute. Ja, theoretisch kommt man drüber. Also Jonas, du wirst wohl es nochmal umbauen müssen. Der Kolben muss einfach noch eine Etage tiefer. Echt? Wieso eine Etage tiefer? Ja, dann kann man einstellen, dass er bei 2 Meter anhält oder so. Da hat er noch Möglichkeit, nach unten zu gehen, weißt du? Nach oben braucht man ja nicht mehr länger, da hat er ja eh viel zu viel Möglichkeiten noch. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit nach unten gebraucht, dann wären die Kanten weg. Ist halt eine optische Sache. Also man kommt drüber, man fällt nicht mehr ins Loch, das ist schon mal gut. Aber es ist. Ja, ein Ingenieur würde das jetzt nicht in Ruhe lassen, würde ich sagen, ne?
Ja, ich finde es auch nicht nice. Aber theoretisch müsst du dann auch die ganze untere Leitung nochmal und den ganzen Kolben eins nach unten setzen. Ja, vielleicht kann man da auch einen Knick einbauen, aber das habe ich jetzt nicht vor Augen, wie es so unten aussieht, ne. Ja, ich fahre nochmal wieder hoch und dann können wir uns da unten mal Energy angucken. flow. Da können wir auch das Kippen mal probieren, da oben, aber ich denke mal, das Raumschiff ist da im Weg. Ich meine, das Scheiß auch noch der. Wie viel Meter machen wir denn jetzt hier von der Geschwindigkeit? 0,5 habe Okay. ich. Standardeinstellung. Beim Kippversuch bitte die Rotationsgeschwindigkeit mal wieder reduzieren, dass ich rechtzeitig schreien kann. Scharnier. In welche Richtung drehen wir das gerade in die positive? Ich hoffe, da ist in die andere Richtung blockiert, weil dann wird es nämlich auf jeden Fall wehtun. Wie? Also ja, in die Richtung ist er blockiert, ja. Okay, gut. Da habe ich es auf die 0 und das ist gerade bei einem. Okay. Dann. Es geht los. Aber Okay. mal, Geschwindigkeit runternehmen. Ja, so halbieren nochmal oder so. Schon hier Sperre kurz reinmachen, dass er sich nicht bewegt. Er hat sich gerade bewegt. Warum auch Ja, ein immer. bisschen. Go. Ach, hat das Scharnier auch einen Connection-Punkt oder was? Der will gerade nicht. Ja, nee, ich bewege ihn jetzt gleich. Ach, Ich habe gerade noch. du machst noch rum oder was? Ja, ich habe gerade gedacht, es geht schon los, aber ich habe aus Versehen noch umkehren vergessen. Go. Ah, jetzt, alles klar. Da sitzt auf. Der will nicht. Das macht nicht mit. Die Platte, die sträubt sich. Die meckert. Unverschämtheit. Kannst du den die 90 Grad nach unten noch 1 Grad überdrehen? Also manchmal, wenn das Gewicht zu groß war, hat er das gemacht, aber so direkt geht das nicht. Okay. Er sagt 90 und nicht weiter. Wir sind sogar anscheinend schon bei minus 91 Grad. Ja, sieht vielleicht ein bisschen geneigt aus, ja. Könnte mal gegentreten, vielleicht hilft Ja, das jetzt. genau. Ja, da rein. Okay, es bedarf einer Überarbeitung. Ja. Ne, der hat mir eh nicht Schade. gefallen, der Block. Ich hatte da eigentlich einen anderen im Sinn. Ich such den jetzt gerade mal. Aber dann kann ich den ja schon mal wegmachen, ne? Weil der funktioniert nicht. Ja, der bringt's nicht. Wenn wir da schon. Stimmt, ich habe noch erst dabei. Warte, oh, no moment. Oh, jetzt sieht das schon besser aus. Jo, müsste dazu aber noch ein bisschen höher oder ein bisschen kippen. Moment, nee, nee, er will nicht. Soll ich kurz höher fahren ein bisschen? Entweder höher oder hochkippen, eins von beiden, dass ich da was platzieren Ich darf. lasse uns jetzt hochfahren. Rüben. Aber es ist auch nicht so schön aus. Ah, schade. Es wird auch nicht klappen. Aber man kann ja mal ein paar Versuche machen mit gemeinsamen Ideen. Passt. Nee, will er irgendwie nicht. Ich habe aber Steuerplatten, ja. Ich weiß nicht, warum er es nicht will. Aber ach, weil der Nö. Minusprozent hat. Der ist ja auf 91 Grad. Ja, dann mache ich so, dann tue ich den Kolben wieder auf seine Mach einfach mal den Scharnier ganz kurz, eine Sekunde. Dann drücke ich drauf und dann. Scharnier. Ich muss mal kurz gucken, in welche Richtung es gerade dreht. Okay, und hier. Sitzt. Okay, wir machen einfach Scharniersperre rein. An den Block Lassen habe ich wir hier gedacht, rein. aber ja. Hat er dann auch eine ziemlich große Schräge, wo man noch hängen bleiben kann beim Laufen. Aber mit denen könnten wir erstmal das Einfahren probieren. Man braucht ja den theoretisch auch nicht ausschweißen. Der dient ja nur dazu da, dass man nicht reinfällt. Ja. Ja, dann tue ich hier Scharnier wieder oben kehren und dann ist er wieder unten. Ja.
Und jetzt versuchen wir mal, den Kolben einzufahren. Genau. Umkehren. Warte, ich hier den Kolben Also ein. er scheint das problemlos zu machen. Jetzt kommt die andere Seite. Ne, da bleibt er ein bisschen hängen. Er drückt sich rein, langsam, langsam, langsam. Wird nichts. Ich habe jetzt ausgestellt. Das ist mir zu viel Reibung. Warte mal, da unten ist schon noch so ein kleines Eck von Dreck. Ah, nein. Ah, doch. Ah. Nein. Fuck. Oh. Ah, warte, ich war den Kolben wieder hoch. Oh, Mann. Ein kleines Häufchen Dreck. Wenn das jetzt das ist, das wär's. Aber nee, es sah echt schon so aus, als würde es oben an der Kante schleifen. Ja. Als wäre der Kolben einfach 3 mm zu weit hier. Kannst du unten das noch ein bisschen anziehen? Den unteren Kolben. Mensch. Verstehst du, was ich meine? Muss ich gucken. Das war auch vor uns schon so, wo wir den Gehweg da dran hatten. Als wäre der zu weit Richtung Gate schon. Aua. Noch geklatscht. Den können wir noch einfahren, ja? Auf was steht denn da jetzt? Ich glaube, der Zahl war gerade. Ich gehe kurz hier ran. Der steht bei genau 5 Meter. Ja, vielleicht machen wir den auf 4,8 mal oder so zum Test. Jo, wird erledigt. 4,8 ist die minimale Länge. Und umkehren. Tut sich nichts. Ich muss noch anmachen, oder? Jetzt tut sich was. Jetzt bewegt er sich, ja. Ja, da könntest du doch von unten gleich mal den Kolben nochmal steuern und einfahren. Welchen? Ach, den anderen? Ja, ja. Ist ja egal, wo du jetzt stehst. Ja. Optisch sieht es so aus, als würde es jetzt voll schön reinpassen. Dann lasse ich ihn mal rund. Du sagst mir, wenn stopp, ne? Ja. Ich habe das jetzt nicht weggebiggert, das Stück Erz, aber es scheint nicht zu stören. Also der gesetzte Block ist schon weg, jetzt kommt der Connector. Stopp, 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 stopp. 4,8 reicht nicht. Ist wahrscheinlich 4,7 oder 4,75. Dann mache ich. Warte kurz aus, dass ich das einstellen kann. 4,7 habe ich jetzt. Fährt jetzt, warte. Ich hab mal 475 als erstes probieren. Was? Wie, welches? 475. Theoretisch müssten es ja immer solche Werte sein. Immer ein halbes vom halben vom halben. Also geht nur 47 und 46 halt. Echt? Noch eine Zahl hin ran quetschen kannst du nicht? Also wenn ich mit dem Dings nur so hin und her steuere, nicht. Nee. Ach so, nee, das musst du mit STRG kurz halten, anklicken, dann kannst du das eingeben. Warte, STRG? Halten. Ja, und dann anklicken. Den bei den Zahlen. Ja. Ja, und da kannst du das alles auf dem Mini eingeben. Jetzt kann ich STRG loslassen, ne? Ich hab ja. Okay. Geil. 475 meinst du, ne? Das schätze ich mal, ja, weil das Scharnier stößt nämlich auch schon eigentlich optisch hinten am Block an. Muss ich ein Komma machen oder macht das automatisch? Ja, das Komma musst du schon setzen. Also ein Punkt oder was Komma das war. Komma war das, glaub. Punkt war das, glaub. Also 475. Aber eigentlich müsste ja ein Komma noch sitzen, wenn du vorhin 47 hattest. Oder 48. Ja, ich habe alles weggelöscht. Macht man ja nicht. Was? Man nimmt ja die Zahlen, die da sind, und verändert die nur. Ja, dann tue ich brechen. Dann mach das Ganze nochmal. So. Dann sieht man auch, es müsste aber ein Punkt sein. Ist auch ein Punkt. Ja. Also, 475. Ja, weil wir hatten jetzt 48, ne? Probiert. Und, ja, ich glaube bei 4,8, genau. Jetzt und das war 475. Drücken, okay. Zeigt trotzdem minimal, halt trotzdem Dings, aber ja. Ich lass mal fahren, ne? Ja, ich schau direkt hin. Das war ja so gut wie gar nichts. Aber, also optisch passt der Connector vorne jetzt gerade rein und das Scharnier hinten gerade rein. Also optisch müsste es jetzt perfekt sein.
Okay, dann lasse ich den anderen nochmal hochfahren, noch mal ein Ja, bisschen. genau. Das Problem wird vielleicht sein, dass der auch immer vom Gewicht her so blöd hängt. Hast du Ja. diese Bremskraft auf voll eingestellt oder so? Er drückt noch nach unten, das ist. Wir müssen ihn ausmachen, dann hört er auf zu drücken. Ach so. Ja, das ist blöd gemacht. Aber mach mal nochmal raus den Kolben ein Stück und dann nochmal neu. Ich muss nochmal ein paar Stahlplatten holen, weil hier hat es vor uns was ein bisschen beschädigt. Das schweiße ich jetzt noch zusammen. Kannst du kurz anhalten? Der ist weit genug Ja. draußen. Also ich kann es dir noch mal kurz vorlesen. Einmal hier ist Drehmoment. Das Drehmoment des Scharniers, wie schnell er beschleunigt, wird angewendet, sobald das Scharnier halt aktiviert wird. Und Bremsmoment ist dann, wie schnell er stoppt. Er wird nach Abschalten des Scharniers 5x5 angewendet. Ja, aber halt erst nach Abschalten und nicht nach Ja. Erreichen der Position. Ja. Das ist schon komisch. Ja, Und okay. Scharniersperre geht halt noch. Aber das muss man halt selber drücken und dann bleibt es halt direkt an der Stelle stehen, wo es ist. Ja. Wo sollte. Testfrei. Ich habe alles geschweißt, ist alles Okay, ganz. dann lasse ich den Kolben wieder runter. Ne? Sekunde, jetzt. Ja, kannst. Ich hatte jetzt noch das Connector nochmal Und schweißen go. müssen. Du schreist wieder, wenn was nicht passt. Ah, es hat funktioniert! Ach so, ja, oh Gott! Ich habe mich auf Stopp gedrückt. Hey, sieht das geil aus! Es sieht nicht richtig perfekt aus, aber es ist das Beste, was das Spiel uns gibt, Ja, ich denke komme hier ich. nicht mehr raus. Ja, das sieht so hammer! Oh, wow! Warte, ich muss mich auf der anderen Seite rausschweißen. So geil! Rausschneiden, warte. Du Wie sieht könntest ihn das auch aus einfach hier? nochmal hochlassen, oder? Wer würde ja auch gehen? Ja, aber ich will sie angucken jetzt. Ja, mach's halt normal. Hä? Das ist doch geil. Hier ist zwar jetzt ein bisschen drüber und hier fehlt halt ein Stück. Ja, aber dann wurde gerade drüber gelaufen, ich hatte so kurz ein bisschen. Echt? Warte, geht das ein bisschen so runter, oder? Warte, laufen wir drüber. Ah, ne, habe ich mir, glaube ich, einbildet. Aber oh, das sieht jetzt schön aus. Ja, das sieht echt gut aus. Ich bin stolz auf uns. Jo, kann man sein. Das ist äußerst Ist halt schön. schade, dass es ein bisschen verrutscht ist, ne, mit diesen, dass man diese 0,8 nicht nehmen durfte. Mensch, komm mal. Na, 0,8 Kolben wäre hier die Lücke jetzt zu gewesen, die jetzt hier ist. Also ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken, wo. Ich glaube, der könnte sogar noch ein bisschen einfahren. Na, wie einfahren? Nein, die 0,8 hat ja vor uns dazu geführt, dass der Connector hier aufgesessen war. Jetzt sind wir hier auf 7,5 zurückgegangen, dass er halt hier vorne nicht mehr aufsitzt. Hängt aber halt vielleicht ein bisschen damit Also, zusammen, dass warte. das Scharnier immer so ein bisschen hängt. Also der seitliche ist jetzt 7,5. Ja, genau. Weil der Connector, der hier drin ist, Ja. hier auf dem Stahlblock aufgesessen hat bei 0,8. Habe ich dir gesagt, wir müssen nochmal auf 7,5 runtergehen. Dann ist er ganz smooth da durchgelaufen. Wir können auch noch mehr Kommazahlen machen. Ja, jetzt sind wir bei 0,75 und können auch 7,58 ja 0,7. Nummer oder so. Ja, 0,775. Ja, das können wir schon mal probieren. Da noch ein bisschen das zuzubekommen. Das wäre echt nochmal so ein Highlight. Sehr Perfektion. Aber den Kolben, den hast du den schon benannt? Der rauf und hoch fährt, also hoch und runter fährt? Nee, also ich weiß, welcher es ist. Ist das der Kolben oder Kolben 7? Weißt du das gerade? Der Kolben ist der hoch runter. Hoch, runter. Energy low. Ja, Dann könnte ich glaube ich, den ja oder? jetzt hier auf Umkehren machen. Oder? Ich hoffe, ich es. Hoffe ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe nochmal gedrückt, weil es Warte. hat nichts, ist Der nichts passiert. Kolben? Ja, er ist nicht an. Ach, du machst den immer aus. Ja, ich hab halt immer ausgemacht jetzt gerade, weil dann immer perfekte Moment zum Stoppen. Hatte. Den jetzt anmachen, ne? Ja, mach an. Ja, kommt raus, das Ding. Oh. Ja, er Kurz zuckt halt ein gezappelt. bisschen. Ja, einmal hat er kurz gezappelt. Aber hat nichts.
Und man hat er den Zettel geschrieben. Beschädigt, hat nichts beschädigt. Sich selbst auch nicht. Ja, wo will der eigentlich noch hin? Ja, keine Ahnung. Ist auch schon nur auf 8 Meter. Ja, das ist halt jetzt auch der ungefähr perfekte Winkel. Oder nicht perfekt, sondern halt. Wir haben ihn, glaube ich, hochgestellt, weil irgendwas war. Und es war normalerweise auf 7,5. Der ist jetzt auf 8 gerade. Ich stelle ihn mal kurz auf 7,5 dann gleich. Nee, er muss ja eigentlich auf 7. Weil du ja dann nicht mehr hochkippen kannst. Der Kolben ist auf gerade auf 8. Also will schon auf 7. Ja. Oder wir können auch mal 7,25 probieren. Weil 7,5 ging ja nicht. Warte. 7,25. Ja. Da ist wieder ein Loch in der Decke. 7,25. 7,25. Okay. Und ja. Falsche Richtung. Nein, Moment. Du kannst hier hausen auf die Konsole. Da ist Was? umkehren. Ach, schon. Ach, ja moin. Ist ja praktisch. Ja, eben, das hat mich voll genervt, dass du da jedes Mal reingießt. Ja. Und jetzt diesen. Das Scharnier mal drehen lassen. Das muss ja nach Auf. oben. Wir hatten ja gesagt, dass es nach oben geht und dann einfährt, um hier ein Raumschiff draufzustellen. Na, oben. Wie oben geht Ach, und hier fehlt ein einfährt? Block, den hat es vor uns zerrissen. Sehe ich jetzt erst. Wie das? Wo fehlt ein Block? Na, hier unser Schließerblock. Also der? Na stimmt. Der war weg. Ja. Das sind. Wann ist denn der weggegangen? Müssen wir vielleicht doch unten das Erz noch rausmachen oder was? Ja. Ich muss aber erstmal aufladen. Ich auch gleich. Ich starte jetzt voll auf. Ich hab Nase voll jetzt hier. Das nervt. So, voll. Hast du es rausgepickert? Nee, ich bin noch dran gekommen. Ich grab mich kurz hier rein. Nee, einfach einen Block weggemacht, habe ich jetzt. So, okay. Wo machst du denn schon wieder lang? Schon wieder? Hast du schon wieder aufgemacht da hinten? Weißt du, bin ich schon zigmal reingefallen wegen dir, ey. Ja, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Danke fürs Einschalten. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, Leute. Wow. Ja, doch, sieht gut aus. Also sieht auf jeden Fall besser aus wie vor und da konnte man den Connector sehen. Das lag nur Ja. an dieser Neigung, ne?